Hallo, heute mache ich Backfisch mit Asiagemüse. Dazu brauche ich Mehl, Speisestärke, Salz, kaltes Wasser, Ei, Weinessig, Paprika rot, Paprika gelb, Frühlingszwiebel, Ingwerwurzel, Chili. Ich habe eine Dose Ananas, nicht Tomaten, so ein Blödsinn. Öl, Seelachs, Butaris und Limettensaft. Gut, in meinem Topf habe ich jetzt Mehl, Speisestärke, Salz, Ei und jetzt kommt noch kaltes Wasser dazu. Das rühre ich das Ganze und das muss etwas ruhen. Da wird nachher der Fisch durchgezogen durch den Teig. Ne? So, ich brate jetzt das Gemüse. Paprika. Dann mache ich meinen Ingwer dazu. Den habe ich gerieben mit einer Reibe. Und mein Chili. So, ich werde das Ganze jetzt mit Salz würzen. Dann kommen die Frühlingszwiebel dazu. Hoppala, mit Schwung. Dann gieße ich das Ganze mit Ananasbrühe an. Und dann kommen noch die Ananasstückchen dazu. Lasse das Ganze noch ein bisschen einköcheln und im Anschluss frittiere ich meinen Fisch. So, jetzt werde ich mein Fischfilet salzen und dann durch den Teig ziehen und in Öl ausbacken. Gut, mein Öl ist jetzt heiß. Ich werde jetzt den Fisch durch den Teig ziehen und dann im Öl ausbacken. Und hier auf meinem Krepptuch abtupfen oder abtrocknen lassen. Machen wir gleich das nächste. Das ist mein Backfisch mit Asiagemüse. Ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Ich würde mich freuen über einen Daumen nach oben, wenn ihr mich liked oder abonniert. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!